Dann schauen wir uns mal hier weiter um. Da ist nichts. Da ist ein Haken und ein X. Wir sind doch fast oben, wa? Wie es scheint. Aber ich glaube, das wird jetzt nicht einfacher. Das ist M04. M04. M04 hatten wir doch. Warte mal, M04 hatten wir doch. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sind es. Ja, haut ja hin. Hä? Oh, seid ihr gemein. Der muss auf die 3. Der wäre auf der 3. So, der ist auf der 5, der ist richtig. Die brauchen wir nicht verändern. 5. Der muss auf die 3 und der muss auf die 6 runter. So, wenn ich den jetzt hier setze, habe ich ihn schon auf der 3. Das heißt, jetzt brauche ich bloß noch ihn hier bewegen. Der muss irgendwie auf die 6. Okay. Das bringt mir doch gar nichts. Ach so, wenn ich vielleicht auf der 5 habe. Tada! Hab ich mich erschrocken. Wir haben unsere Holde befreit und, dann geht sie mit dem Hubschrauber weg. Da war ich zu langsam. E01. Und ich dachte, es wäre zu Ende. E01. 2173. 2173. Okay, das war jetzt zu kompliziert gerade.
Jetzt ist der Laser aus. Ah, jetzt kann ich hier runterfahren, okay. Wahrscheinlich muss ich jetzt wieder raus aus dem Ding, wa? Toll. Jetzt ist sogar die Tür zu, okay. Jetzt fahre ich wieder hoch. Tatsache. Ach so, jetzt habe ich die Tür aufgemacht. Ah. Ja, genau, die Frauen wieder. Da denkst du, da hast du sie gerettet und dann sowas. Nee. Nein, ich will es zurückmachen. Kann ich das wieder? Toll, ich kann es nicht zurück. Doch, da. So, habe ich doch nachgebaut, oder? Da unten steht eine 9. Eine 9. Ich glaube, das ist das Problem. Der subtrahiert nur das, was da steht. Ich glaube, ich habe mir jetzt auch aufgeschrieben, was ich entfernen muss. Mal gucken. So. Natürlich ist das komplizierter als gedacht, ne? Theorie bestätigen. Das hätte ich nehmen müssen. Bin an der falschen Stelle gewesen. Da um. Das Dumme ist, man kann es nicht wegnehmen. Ne? Man kann es nicht wegnehmen. Man kann nur wieder von vorne anfangen. So wie jetzt gerade nochmal. Von vorne. Da. So, so. Und dann ist es so, so und so. Tada! Manchmal. Oh Gott, oh Gott. Hallo? Das ist E02. Aufschreiben. E02.
Was ist hier passiert? Warum hat das Ding jetzt... Ich ahne, was ich bauen muss. Also mit dem Ding muss ich da hinten rauf. Aber... Oder... Ach so, vielleicht so in der Reihenfolge, wa? Weil das sind leere Felder. Na, Moment. Und hier muss ich irgendwie ein I bauen. Das I wird komplizierter. F. Überschreibt erst den oberen, dann den unteren. Also wenn ich jetzt hier gehe, wird oben dann links auf. Ne, unten links auf und oben links auf. Und bei dem wird unten der untere Strich jetzt weggehen. Ja, und dann geht der obere Strich weg. Okay, verstanden. Also zumindest das Prinzip verstanden. Die Frage ist, wie kriege ich jetzt die Einsen hin? Die Einsen kriege ich doch nur hin, wenn ich ja in der Mitte... Habe ich irgendwo in der Mitte was Dickes? So, wenn ich den jetzt hier ersetzen würde, würde der unten nur noch den... Nee. Doch. Wird aus so eine komische 6 wird es. Ach, und oben ist erst oben. Unten, die Reihe ist unten zuerst. Nee, auch nicht. Hä? Immer erst oben. Die dumme Eins. Ach, hier kann ich löschen.
Okay, gut zu wissen. Ach nein, das ist immer... So, jetzt ist der untere Teil ausgetauscht. Das geht... Ah! Der macht immer bei jedem Klick erst oben, dann unten, oben, dann unten, oben, dann unten. Wenn ich dann unten nochmal... theoretisch schwer, ne? Und drück nochmal oben, macht er oben. Rutsche ich weiter, ist der untere. Ich muss mir das auch noch merken. Ah, und dann kein Hinweis. Du. So, wenn ich jetzt den dazu packe. Er überschreibt immer voll. Wie kriege ich denn eine bescheuerte 1 hier hin? Mir ist partout nicht ersichtlich, wie ich hier eine 1 hinkriege. Okay, ich komme definitiv nicht weiter zurück. Das ist Levelabschnittende hier. Das ist E01. Das haben wir gelöst. Das gehört nicht zusammen. Aber das ist auch E02. Striche, weil die 1 zu dick ist. Ja, aber wo sind die mittigen Striche? Genau, also gehe ich völlig d'accord, weil die 3 hier ist ja auch 2 von denen hier, ne? War die 3. Haben wir auch. Sollte auch passen. Ich denke mal auch, dass ich sie hier ablegen muss. Bin ich mir ziemlich sicher. Aber wie kriege ich denn die 2 dicken Striche dazwischen rein? Ich kann nicht links und rechts abschneiden. Nee. Das Einzige, was... Warte mal, vielleicht ist es auch bloß Trick 17. Nee, ich habe ja nicht mal die Möglichkeit, das Ding hier gedreht zu nutzen, ne? Dass ich dann große 0 draus mache. Ich kann auch nicht eine 8 machen und irgendwie sagen, hier nimm mal den Strich raus und dann so tun, als wäre das ein dicker Strich.
Damit würde ich das auch nicht hinkriegen. Jetzt habe ich die untere Seite gelöscht. Das war's aber auch. Ich übersehe irgendeinen Hinweis. Oder aber es gibt irgendwie... So, die Dings können nicht überlappen. Also das Problem hätten wir nicht. So, und wir kommen hier nicht rüber, weil es hier keine Verbindung gibt. Das heißt, die Dinger sind nur zur Darstellung. Es gäbe auch kein inverses Bild von denen. Das können wir auch nicht mehr verstellen. Gut, dann hat das auch kein Gewicht mehr. Haben wir nicht mehr? Okay. Das würde noch gehen. Aber ich glaube, das hat auch keine Relevanz. Das ist so ein Ding, wo man jetzt gerade festhängt und nicht weiß, warum. Können ja auch nichts rotieren. Tja, ich habe keine Ahnung. Sollte jetzt wieder der obligatorische Griff zu einer kurzen Anleitung gehen? Weil ich würde es auch nicht Ewigkeiten in die Länge ziehen. Aber ich weiß nicht, also mir schließt sich nicht... Also so wie Onkel Kurt schon sagte hier im Chat, es ist ein dickes I bzw. 1, ne? Also wir kriegen aber so oder so keine 1 zusammen, egal was wir machen. Denn das funktioniert nicht.
kriegen nichts zusammen und wir bräuchten irgendwas sich überlagerndes, aber eben halt entgegengesetzt gedreht. Ich glaube, ich greife mal kurz zum Handy. Da muss es irgendwas von Ratioform geben. Pyramid Prison. Macht einer hier in 15 Minuten? Ach, hör auf. Aber ich guck mal kurz rein, ob das wirklich in 15 Minuten geht. Ich glaube nicht. Nee. Die 15 Minuten hier in dem Video sind immer noch das allererste Puzzle. Wow. Aber ich bezweifle... Das war das, was wir bekommen. Grün und rot ist blau. Wieso? Ist da vielleicht eine Idee, auf die ich jetzt nicht stoße? Oder? Selbst wenn, könnte ich sie ja nicht zusammenbringen. Okay, die Steam-Diskussionsgeschichten sind auch nicht, da ist nichts zu dem Puzzle zu tun. Also kann sie nur noch um Stunden handeln. Aber die Frage ist... Das gehört technisch gesehen auch zu dem Puzzle. Hier zu der Säule oder? Ach so, zu der anderen Säule. Mal, ich guck mal hier bloß sicherheitshalber. Vielleicht hier bei der Frau was verpasst, ne? Ach so, 93 meinst du? Meinst du, dass die Zahl noch eine Relevanz hat? Ich hätte gedacht, die wäre hier nur an dem Puzzleteil eine Relevanz. 93. Das heißt, einmal eine 3 und das andere eine 9 machen. Das ist natürlich... Das wäre... Alter! So, und hier hinten haben wir einen Code. Ich schreibe mir den sicherheitshalber auf. 9313. Danke für den Tipp. Dass der Code, dass der zweimal genutzt wird, ja? Weil eigentlich war der Code ja dazu da, um die Inverse... ist hier auch egal. Nee, danke. Aber ich glaube, es ist richtig, wenn ich mir den aufschreibe, das wird nochmal ein Code werden. Okay, hier ist die Tür zu. Da ist Kohl. E08.
Was? Ist der Code immer identisch? Weil dann schreibe ich ihn mir auf. Ich glaube, ich muss ihn ja nur malen. Warte mal. 1, 2, 3, 5. Okay, warte mal. Ich mache jetzt mal die blauen. 1, 2, ich schreibe das in Zahlenreihenfolgen auf. 3, 4, okay, jetzt dann das gleiche in grün, Moment. 1, 2, 3 und die 4 war da unten, ne? Okay, ja, so und das gleiche nochmal für rot, ne? Okay, nochmal. So. Eins, zwei. Okay. Okay. Oh. Toll. Weiter kurz schreiben. So. Eins, zwei, zwei, drei, vier. Eins. So. Natürlich hier sehr viel mit mitmeißeln, ne? Eins, zwei. Oh Gott, jetzt schon wieder vergessen. Das ist Codezeitgedächtnis. So, und den letzten habe ich jetzt auch wieder vergessen. Okay, dann bauen wir den auch mal nach. Oder ist der erste? Okay, der erste ist gelöst. So, fangen wir an mit Blau. Blau ist der riesige hier. Eins. Ich hoffe. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei. Ich befürchte bloß, wenn ich da irgendwann mal einen Fehler mache. So, ich male mir erstmal wieder meine Kisten. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. So, und los geht's. War hier bloß 3 eben? Hier waren bloß 3. Was ist das denn? Ich befürchte, da fehlt eine Farbe. Okay, gucken wir mal. Sollte das wirklich hier nur... Thank you.
wirklich plus 3. Moment. Das sind die Farben von den Codes. Also Punkt ist der, der Mittelste zieht links und rechts die Punkte weg. Macht jeder von denen, außer der Erste. Nee, der Rechte addiert dazu. Welche Farbe kommt? Das wäre 4-4-4. Das wäre zu viel. Guck mal, 1-2-3-4. 1-2-3-4 sind 8. 1-2-3-4 sind 12. Das glaube ich nicht. Wie oft, wie welche Farbe vorkam. Höchstens im letzten Mal das 4-4 und 3. Weil hier ist genau einmal ein Unterschied drin. Und vielleicht ist es das. So, 4-4-4-3. Vier, vier, drei. Der zieht einen ab und führt einen hoch. Thank you.
4, 4, 4. Das eine geht hoch, das andere geht runter. Das eine geht hoch, das andere geht runter. Hier gibt's keine Hinweise weiter, richtig? Das war schon mal Gegenstand von einem Puzzle. So, und komplett resettet. Wir kommen auch gar nicht zurück, merke ich gerade. Warte mal. Formt es? Das ist eine 9 hier vorne. Der ist der Einzige, der frei bleibt. Der hier. Hier ist der Einzige, der frei bleibt. Das ist die 6. Und hier hinten ist eine 3. Oder auch nicht. Ich glaube, das ist 963. Okay. Jetzt ist die Tür wieder offen. Warum auch immer. Ach so. Was macht das jetzt hier?
Ah. Na toll. Hui. So, mal wieder ein B02. Okay, müssen wir den ausschalten? Ah ja. E04. Okay, wieder mal aufschreiben. E04. Oh Gott, wir haben unterschiedliche Aufsätze hier oben. Als kleine Hilfe sind da... Okay. Das hier muss ich zur Hälfte abschnippeln. So. Und hier ist der Hinweis, das entspricht dem Ding dann nachher. Also Hälfte abschnippeln und anschrägen. Und zwar in der richtigen Drehung. Und zwar den da. So. Gucken wir erstmal, ob wir einigermaßen richtig liegen würden. Hier liegen wir richtig. Hier liegen wir auch richtig bei dem Ding. So. Jetzt müssen wir mal hier schauen. Das Teil hier müssen wir komplett... Ach, der braucht noch das Label. Rechts ist das Label. Okay, der braucht das Label komplett... komplett schwarz. Okay, Moment. Der braucht das Label komplett schwarz. Also so gut wie komplett schwarz. Und... der ist jetzt so abgeschnitten. Ne, so... dreht sich dann so und ist dann so abgeschnitten. Also braucht er den. Halbe. Ja, halbe und den. Okay, Moment. Okay.
stimmt, er hat nicht recht. Okay, nochmal, Rainer. Jetzt hat er recht. Die passen, die passen. Den müssen wir noch belabeln. Das machen wir mal jetzt noch schnell. Auch wenn wir dann nochmal eine Ehrenrunde fahren. Das Ding ist das da. Richtig, richtig. So, das Teil hier müssen wir auf die Länge noch bringen und halbe Pyramide. Bing, bada bouts. Okay. Wir sind wieder... ja, später. Okay. Die dienen wohl ein bisschen zu... Oh, warum ist hier so viel offen? Das ist nochmal so ein Puzzle. Oh Gott. Okay, hier ist... Das ist, glaube ich, schon richtig. Das ist aber nicht das Puzzle unten, was ich gesehen habe, oder? Warte mal, wo habe ich mir das aufgeschrieben? 06142013. Haben wir sowas? Nee. 61423. Eins, okay. Sechs, eins, vier, zwei, eins, drei. Das wäre, glaube ich, zu einfach gewesen. Ich glaube, die müssen in das Dings rein. Ja, Moment mal. Die müssen rein. Oder blinkert es da nur, wo es falsch ist? Gute Nacht. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich glaube, das ist das, was eingestellt werden muss. Die beiden außen müssen. Mitte.
beiden außen und das muss 4. So, die drüben sind richtig. Also gehe ich mal davon aus, die da. So, die müssen in der Mitte irgendwie zusammenkommen. So, die sind richtig. So, jetzt haben wir das so wie auf dem Bild gestellt, ne? Die zwei, die und die. Gott, wir können wieder hin und her fahren. Als ob wir vielleicht irgendwo was sehen könnten. Oh. Ich habe mir den Code nicht umsonst aufgeschrieben. Und das eine ist keine 6, das ist eine 9. Weil das ist die einzige Ziffer, die verkehrt rum ist. Da wette ich. Neun. Drei. Eins. Mist. Ist aber 9, ne? Weil, guck mal, die 5 dreht er nicht so um, aber... oder ich bin hier oben noch nicht fertig. Ich hätte aber gedacht... Oh! So, warte mal, jetzt sind ja... Nee, Moment mal. Müssen die jetzt nur rein oder raus? Thank you.
Das sind die, die rot blinkern, aber ich befürchte, die müssen rein. So, wir haben jetzt die Konstellation, dass die, die blinkern, sind die, die draußen sind. Nee. Genau, die, die blinkern, sind draußen. Wir müssen das, glaube ich, umdrehen. So, da hätten wir das schon mal. Da hätten wir das auch. Okay, danke schön. Puh.